Hallöchen, willkommen zurück hier bei StarCraft 1 und wir kümmern uns wieder um die Zerg The Amerigo. Aha. Ja, warum auch nicht? Das haben wir, glaube ich, schon gelesen das letzte Mal. Ist auch ganz praktisch, da muss ich nicht so viel reden, weil ich gerade noch so ein bisschen erkältet bin hier. Deswegen heute nicht so viel rumgebrülle. Du hast während meiner Reifezeit über mich gewacht und ich bin dir dankbar dafür. Es ist mein Wunsch, dass du diese Wacht fortsetzt, damit ich meine Kräfte verstärken und dem Schwarm noch besser dienen kann. Es war mir bisher nicht möglich, das Ausmaß meiner latenten Kräfte zu ergründen. Daher möchte ich ein terranisches Forschungsschiff infiltrieren und die Geheimnisse des aufgegebenen Projekts Ghost ergründen. Wenn ich etwas über die mentale Konditionierung herausfinde, kann ich den Schaden reparieren, den diese inkompetenten Wissenschaftler in meinem Geist angerichtet haben. Auch wenn du die Lieblingsdienerin des Overmind bist, solltest du trotzdem nicht vergessen, dass du nichts als eine Dienerin bist. Du kennst deine große Mission, Kerrigan. Würdest du deine persönlichen Launen wirklich über den Willen des Overmind stellen? Keine Widerworte, Zaas. Ich tue, was ich für richtig halte. Und weder du noch ein anderer Zerebrat wird sich mir in den Weg stellen. Lass sie gehen, Zaas. Größe ihres Geistes, wo sie dir belassen ist, damit der Schwarm von ihrem wilden Beispiel lernen kann. Fürchte ihre Pläne nicht, denn sie ist so eng an mich gebunden, wie jeder Zerebrat. Die Wahrheit ist, kein Zerg kann sich von meinem Willen entfernen, denn alles, was ihr seid, liegt in seiner Gänze in mir. Kerrigan kann tun, was ihr beliebt. Gelobt sei euer heiliger Wille, Overmind. Cerebrat, pass auf, dass ihr nichts zustößt. Ja, also die Dialoge sind auf jeden Fall lang und ausführlich genug. Ja, finde ich ziemlich cool. Kriegt man auf jeden Fall Geschichte mit. Innerhalb der Mission kriegt man meist eher weniger mit. Aber warum sollte man das auch? Ziele bringen sie Kerrigan zum... Oder bringen Kerrigan zum Supercomputer. Kerrigan muss überleben, ja, sonst tot kann sie da auch nichts anstellen. Nimm sie mit dir, diese tödlichsten meiner Diener. Sie werden dir bei deiner Suche behilflich sein. Upgrades. Ach, schön. Weil bei ihr bringt es mit dem Schaden für wegen 50 plus 3. Wow. Das sind ganze nicht mal 10% mehr. 6% sind das nur mehr. Das ist voll albern. Aber ist egal. Bei den anderen sieht es schon anders aus. Wenn die eigentlich nur 20 Schaden haben, dann plus 3 sind dann immerhin doch noch so ein bisschen mehr. Das geht schon. Die Rüstung ist da wohl eher entscheidender. Das sind auch alles meine. Ach, ist der Knaller. Warum auch immer die alle hier sind. Kerrigan? Machen wir es mal so. Eine Mission, wo wir anscheinend wieder keine Basis bauen müssen, sondern einfach nur zum Computer dahin latschen. Also im Prinzip vom Aufbau recht ähnlich wie die eine Mission, die wir damals bei den Terranern gehabt haben. Damals, ne? Vor langen, langen Tagen. So, was kann sie denn Spezielles? Sie kann tarnen und einfangen. Das ist natürlich super. Zumindest das mit dem Tarnen. Ich stelle mir das interessant vor. Und hier sind ganz viele Ghosts, wie es scheint. Beziehungsweise Geister haben wir eigentlich schon kennengelernt. Aber da hießen die Geister und nicht Ghosts. Ja, hier greifen wir an den Krams. Vielleicht kriegen wir noch Verstärkung. Vor allem die sind durch die Upgrades so viel besser geworden, wie die kleinen Zerklinge. Dass wir direkt noch keinen verloren haben. Abgefahren. Ja. Spannend, spannend. Also, Teleporter, okay. Also vom Setting her, das ist, glaube ich, so das Einzige, was sie damals an Forschungsbüro-Komplex gehabt haben. Zumindest gefühlt. Aber ist ja auch in Ordnung. Wo kommt man da hin? Kerrigan? Muss nur Kerrigan da hin, oder wie ist das? Hallo? Ach, hier kann man auch aufmachen. Okay. Das geht auch, natürlich. Ach so, das sind hier die ganz normalen Menschlein, ne? Zivilist, Terraner, aha. Ja, komm, die können wir auch nochmal eben mitnehmen, wobei es eigentlich ziemlich sinnfrei ist. Gehe ich mal zumindest von aus. Von daher, ach, guck mal. Müssen wir mal schauen. Kerrigan hat, glaube ich, nur Nahkampf, ne? Das war nur ein Nahkampf mit ihren Stachelchen, oder was war das? Gehe ich mal zumindest stark von aus gerade. Das ist Fernkampf hier, da können wir nicht ran.
Das heißt, wir rennen einfach mal hier dran vorbei. Sollte hier gehen? Ja, hier kommen dann kämpfen wir uns halt ein bisschen an. Das ist in Ordnung. Kerrigan überlebt das. Wobei die Regeneration hier nicht sonderlich hoch ist. Von den Einheiten. Also es geht schon. Also von den einzelnen Einheiten glaube ich überhaupt nicht. Aber von ihr ist halt auch langsam. Also sonst wäre es glaube ich auch zu... Immer. Sonst wäre das zu viel des Guten. Sie haut da wirklich einmal nur drauf. Und machen wir auch noch eben Schrott. Aus Prinzip. So, und jetzt müssen wir mal wirklich mal so ein bisschen schauen. Ist toll, ne? Hier riesige freie Flächen zwischendurch. Ein Zahnrädchen und ein einzelner Greifarm ist super. Jetzt müssen wir ein bisschen schauen. Vielleicht, ich meine, sie hat hier ihre Tarnfähigkeit. Ich denke mal sehr, dass wir das gleich noch ziemlich brauchen werden. Oder einfangen hätte ich wahrscheinlich auch schon anders nutzen sollen. Dass wir da die... Ich finde es ein bisschen schade, dass man hier nicht die Fähigkeiten direkt, also dass man hier durchtappen kann. Wenn man auf Tab drückt, dann schaltet sich die Karte um, aber nicht die Einheiten. Das heißt, man kann hier nicht die speziellen Fähigkeiten der Einheiten einfach mal durchschalten. Aber das war dann im zweiten Teil und wirklich praktisch. Auch wenn ich das höchst selten mal benutzt habe, weil ich die Fähigkeiten immer so selten benutze. Blöderweise. Wenn sie jetzt einfängt, wie sieht das aus hier? Ach so, okay. Machen die dann weniger Schaden oder was ist da los? Ich weiß es nicht. So, mach kaputt. Wunderbar, ich hoffe mal, ich komme mit den wenigen Einheiten hier durch. Ich meine, das ist ja, wir haben jetzt schon einen recht großen Weg zurückgelegt. Ein bisschen abgekürzt. Wobei, was heißt abgekürzt? Man hätte das noch viel labyrinthmäßiger verteilen können hier. Deswegen hier, dieser ganze Bereich ist ja ziemlich schwarz geblieben. Da waren wir noch gar nicht. Und wahrscheinlich kommen wir auch nicht mehr hin. Das wäre sonst ein bisschen sehr komisch. Von daher, ich denke mal, das sollte eigentlich gehen. Ich kann ja zwischendurch nochmal speichern hier. So, was war denn das? Irgendwas? Ach nö, du. Ach nö. Das geht immer gar nicht. Ich glaube, hier ist der Moment, wo, wo sich alles von allem trennt. Also, wo Kerrigan quasi ihre Tarnfähigkeit einsetzen muss. Zumindest sah das gerade so aus. Schon unterwegs. Ah, wo muss er denn ganz lang? Ist hier noch ein Teleport? Die Biester sind gar nicht so stark. Die bluten genau wie jeder andere auch. Ja, und die kommen auch von der Seite. Da bluten die dann auch. Verstärkung gibt's. Ich denke mal, dass wir... Genau, hier unten müssen wir dann lang. Ich enttarne sie mal wieder. Das geht sonst... das ist sonst ein bisschen blöd. Okay, da kommen wir hin. Kann nur Kerrigan hier die Tür... Ach nee, Moment. Muss ich hier hin? Ich gehe mal davon aus, dass hier die Tür geöffnet wird, von daher, schauen wir mal. Aha! Na sisse! Wir hatten ein paar Verluste, aber meine Güte. Boah, die Dinge halten ja mal gar nichts aus. Also Verteidigungsanlage? Das ist ja heute vollkommen im Murks hier. Da hätten die sich mal was Besseres ausdenken sollen. Nicht hier den billigen Baumarkt-Krams. Nee. Gerade bei der Sicherheit muss man auch ein bisschen was investieren. Manchmal. Hier unten war sonst nichts, ne? Das waren einfach nur die ganzen anderen Viecher hier. Was ist das denn hier? Dschungelbestie. Mischung aus Tiger und irgendwas. Warum auch nicht? Okay, die neuen Einheiten haben wir auf jeden Fall ein bisschen für Nachschub gesorgt. Unsere Chancen ein bisschen verbessert. Ich denke mal, dass ich hier unten tatsächlich lang muss. Ansonsten sieht es hier echt schwach aus. Von den Möglichkeiten. Oh, das sind viele. Kerrigan! Keine Ahnung, ob das was bringt. Ich tarne sie mal. So. Also, effektiv haben wir... Wir haben zwar gerade einen ganzen Haufen Einheiten bekommen, aber jetzt auch so ziemlich alle davon verloren, weil wir haben jetzt... die beiden haben wir vorher schon. Nur die ganzen Säglinge sind weg. Ist ja auch schön. Und wir gehen gerade drauf zu, auf unser Ziel... Schön, dass man das hier so eine Täuschung hat, von wegen, dass es dann noch ein bisschen runtergeht. Auch wenn das überhaupt nicht der Fall ist. Tür ist verschlossen. Wahrscheinlich, ich denke mal, dass wir hier unten dann so einen Weg rumgehen müssen. Ja, hier kommen, ist egal. Die Fernkämpfer sind super hier. Die kleinen Zerglinge, die halten immer nichts aus. Jägerkiller. Ist auch ein schöner Name dafür. 14 und 12 Treffer, 13 Treffer. Haben sich alle sehr abgewechselt. Trotz, dass Kerrigan halt so viel Schaden macht, hat sie gar nicht so viele Treffer. Also, besiegte Gegner. Weil sie Nahkämpferin ist.
Wir sind doch hier direkt hoch. Nee, ne? Schon unterwegs. Auch hier, das sieht höher aus, obwohl das eigentlich ja nicht der Fall ist. Also nicht so wirklich. Ja. Man muss die Sachen, die man hat, einfach nur einsetzen können. Die Mittel, die man zur Verfügung hat. Natürlich hält immer gar nichts aus hier. 50 Schaden, 50 Leben. Für sie den Kerrigan macht mit jedem Schlag 50 Schaden. Meine Güte. Und das soll sich Sicherheitsanlage nennen. Ja, das Ding ist tot. Kommen wir nicht da durch? Nee, nur Kerrigan kann das hier machen. Moment, welches ist denn jetzt wofür? Signal? Signal. Sie haben alle Türen aufgeschlossen? Überwachungskameras schon unterwegs. Wie Kameras? Aha. Signal? Heißt das, wir müssen da... Ach, guck mal, der kann jetzt durch. Das heißt, wir können... ja, wir müssen da eigentlich runter, ne? Dass wir dann hochteleportiert werden hier. Genau hierhin. Aber hier unten wird wahrscheinlich nichts mehr sein, ne? Nur noch zwei einzelne, einsame kleine Rädchen, die sich am Drehen sind. Die sich denken, boah, ich drehe am Rad. Einfach nur für den Effekt. Und jetzt kommen wir hier runter, glaube ich. Da waren wir noch nicht. Müsste sich ja auch geöffnet haben. Nochmal eben speichern, auch wenn es eigentlich recht sinnfrei ist. Ich denke mal, das wird auch so gehen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, ne, hier ist bestimmt noch jemand im Weg, aber sonst... Oha, ein paar mehr. Auf jeden Fall ein paar mehr. Sie hat keine Energie mehr. Sie ist gar nicht mehr getarnt. Oder? Nee. Kann sie auch noch gar nicht. Nee, komm, mach kaputt. Nicht mein Querenkämpfer. Verdammt. Aber jetzt wird es anstrengend. Wahrscheinlich wird es ab jetzt aber auch ziemlich egal. Weil hier nichts mehr ist. So, hier komm. Kommt jetzt hier oben. Teleporterfeld aktiviert. Unsere Streitkräfte wieder oben. Was macht sie denn da oben? Ich höre. Da will ich ja gar nicht hin. Ich will hier unten hin. Oder ist das. Kann man da rüberlatschen? Ne, da oben war das, aha. Hier muss dann irgendwie wohl da runter. Aber warum auch immer sie da jetzt wieder zurückgelaufen ist, ich weiß es nicht. Sie braucht eigentlich mehr Energie, damit sie sich tarnen kann, weil so geht es im Moment mal überhaupt nicht. Ich höre. Was? Achso, ich... Na, okay. Sie ist immer versehentlich darüber gelaufen und dann teleportiert es natürlich sofort. Vielleicht doch nicht versehentlich. Boing. Schon unterwegs. Mit Tarnung ist deutlich besser, allerdings sie hört gleich auch schon wieder auf. Aber ohne wird es echt nicht gehen gleich. Mhm. Naja, alles einmal beseitigen hier. Schon unterwegs. Jetzt kämen wir hier oben. Moment, wo gehen wir denn hin? Ach nee, wir sind hier oben. Ah, okay. Da, wo die uns vorhin abgeschossen haben. Okidoo. Jetzt muss ich eigentlich warten, damit ich Energie habe. Oder wir hoffen, dass wir sie einfach so durchbekommen. Dass sie nicht so viel Schaden machen. Weil die wirklich immer nur einen Schaden ihr abziehen. Das ist ja wirklich albern. Gut, wenn man so viel Panzerung hat, 2 plus 3. Das heißt, normaler Schütze hier würde, glaube ich, 6 Schaden machen. Oder was ist das? Müsste ja eigentlich, ne? Wenn also immer nur eine abgezogen wird. Wenn 2 plus 3 Rüstung ist. Ich meine, dass dann ja einfach die Rüstung, der Rüstungswert einfach nur abgezogen wird, dann von dem Schaden, der eigentlich gemacht werden sollte. Meine ich, so habe ich das zumindest verstanden. Was auch nichts heißen muss. Weil, was verstehe ich schon? Ist das ein Detektor? Ja. Oh, das ist aber schlecht. Das ist schlecht. Kerrigan stirbt gleich. Kerrigan ist tot. Gut, dass ich zwischendurch gespeichert habe. Oh, konnte ich nicht erringen. Oh, was ist das? Meine Güte, was haben die denn für ein Bild da? Ah, ist ja mal böse. Ah, okay. Jetzt sind die immer noch nur zu zweit hier. Das ist natürlich uncool. Zwischendurch, ich habe den Speicherstand ja immer fleißig überschrieben. Das war vielleicht ein bisschen ungünstig. Aber gut, hoffentlich kriegen wir das irgendwie hin. Ach, okay, vielleicht auch nicht.
Wobei ich muss Kerrigan eigentlich... Naja, unsichtbar halten bringt an der Stelle auch nichts. Wenn wir da dann getarnt entdeckbar sind, wenn dann ein Detektor ist. Das heißt, die braucht eigentlich eine Menge Leben. Ich glaube, es kann fast sein, dass die Position, in der wir gerade sind hier, oder in die ich mich hier rein buxiert habe, dass sie gar nicht so geil ist. Weil das Fernkämpfer echt ganz praktisch wäre. Also im Prinzip wären beide davon sehr, sehr praktisch jetzt gerade. So. Kerrigan. Nein, nicht da runter. Nein, nicht teleportieren, genau. Okay, mal gucken, dass ich mich da nicht unnötig jetzt in Gefahr bringe. Weil das Vieh muss echt... Es wäre cool, wenn es lebt. Also wenn es jetzt nicht funktioniert, dann... Ja, dann war es blöd, dass ich den Speicherstand überschrieben habe. Glaube ich auch sehr. Moment, jetzt sind wir... schon noch auf dem richtigen Weg, ne? Ich werde nochmal auf einem anderen Speicherstand jetzt speichern. Einfach so, die lasse ich mal liegen. Oh, vielleicht doch nicht. Ach nö, da drin sind noch mehr. Nicht sterben, nein. Nicht sterben hier. Weil die anderen heilen sich ja nicht. Wie fressen? Was heißt denn fressen hier? Ach, für Energie wiederherstellen? Oder wofür? Position halten, patrouillieren, tarnen. Einfangen. Das Einfangen bringt auch nicht wirklich viel. Hier unten gerade. Oder kann man hier viel einfangen? Nee, ne? Hier gibt es auch keine Erklärung dafür. Also teuer. Ich speichere nochmal auf dem anderen hier. Und hoffe, dass das geht. Ich meine, die Mission an sich ist nicht sonderlich schwer, glaube ich. Wenn man einen richtigen... Genau, der hier darf dann gleich das Tarngerät ausschalten. Sie darf sich... Verdammt. Das hat super nicht funktioniert. Ah, das sind nur noch zwei Stück. Okay, das geht genau nicht. Oder? Nee. Da müssen wir eben laden. Wie geht denn das an der Stelle? Was ist jetzt wieder los? Der hat viel zu wenig Leben hier. Was ist jetzt wieder los? Hier weiß ich auch nicht. Ja. Ah. Genau, ich hol die einfach mal hier weg. Ja. Nee. Kommen Sie mal näher. In Ordnung. Schon unterwegs. Die sollen mal näher kommen. So, dass sie mich... Ja. Sehen die mich jetzt denn? Möchte ich gerne alle da hochziehen? Wenn das geht? Nein, nicht weg, wir laufen wieder. Das ist uncool. Das ist blöd. Heilte sich auch. Der heilt sich, wow. Ich könnte jetzt ewig lange warten, bis sie alle aufgeheilt sind hier. Aber finde ich eigentlich gar nicht. Was ist jetzt wieder los? Ja, vermutlich. Verdammt, wie mache ich das jetzt hier? Kann ich das überhaupt machen? So, Kinder, es kommt her. Schon unterwegs. Das interessiert ihn mal gar nicht. So, einfangen hier. Ja, also, ich will nochmal eben probieren, wie das mit dem Einfangen hier ist. Wenn ich dann 75 Energie habe, wobei, na, warte mal eben hier. Das kann ja eigentlich nicht angehen. Das ist ja nicht unbedingt sonderlich spannend jetzt hier. Hat sie 75 Energie? Ja. Ein waghalsiger Zug. Das heißt, die Dinger funktionieren logischerweise trotzdem. Kann sich einfach durchrennen da, ne? Durchrennen! Rennen! Oh! Sehr schön. Zerebrat, ich habe die gesuchten Unterlagen gefunden. Wir haben alles, was uns hier interessiert. Ich würde sagen, das ist ein Sieg. Oh! Ach, aber ganz knapp. Hat sich ja gerade so ergeben. Das ist schön. Zeckschwarm, Wunderbärchen, haben wir das hier.
in adäquater, aber nicht guter Zeit. Liga, Forschungsschiff, Amerigo. Amerigo. Eine Sequenz. Jagen wir das ja echt in die Luft. Nur wenn uns ein Zerg über den Weg läuft. Ich geb dir gleich deinen Zerg. Ja, das ging noch rund. Der dunkle Templar, ja, schön und gut. Das machen wir jetzt nicht. Eigentlich recht unsinnig, dass ich die Videos immer am Ende der Folge hier abspielen lasse. Beziehungsweise die kommen ja ganz normal. Das ist ja nicht meine Absicht. Von daher, ich weiß ja immer nicht, wann eine kommt. Eigentlich recht unsinnig. Eigentlich müssten die immer am Anfang vorbei. Das gehörte eigentlich noch. Eigentlich gehörte das ja noch zu anderen Mission, ne? Zu der, die wir gerade gemacht haben. Von daher ist doch gar nicht so schlecht. Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zuschauen hier. Wir machen das nächste Mal weiter hier mit dem dem dunklen Templar und. Oh, mal gucken, wie es denn hier weitergeht. Das ist immerhin auch schon Mission Nummer 6, also auch hier wahrscheinlich wieder 10 Stück. Bin ich sehr gespannt. Vielen Dank, bis bald.